Und here we go mit den beiden Headlinern von Die Schule der magischen Tiere. Ihr seht aus wie zwei richtige alte Hasen im Geschäft. Und ich meine, dritter Teil. Die ersten beiden mega erfolgreich. Ich sag's mal in Zahlen zusammengefasst, international gelaufen, über 42 Millionen Dollar eingespielt. Hau mir ins Essen, der absolute Wahnsinn. Wie kommt man da rein? Viele junge Menschen fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, boah, ich würde auch mal gern so filmen. Wie habt ihr das geschafft? War das plötzlich, dass ihr gesagt habt, so an so einem Tag nach der Schule, ach, ich mache jetzt mal die Sache mit der Karriere, wie ist das passiert? Ich glaube, es war für uns beide auch das erste Projekt. Auch bei mir das erste Casting. Ich wollte irgendwie schon immer einfach mal ursprünglich nur einmal durchs Bild laufen. Und dann, ja, habe ich das gesehen. Also ich kannte die Bücher von meiner Schwester und war auch 3 Wochen zu spät, weil ich krank war. Und dann, ja, hat es aber irgendwie geklappt. Einfach fest daran geglaubt und dann ist man da so ein bisschen reingerutscht irgendwie. Ja, ich war davor in einer Werbeagentur. Ich habe ein paar Werbespots früher gedreht. Und da wurde ich angefragt, 3 Wochen vor Drehbeginn, also sehr kurzfristig noch. Und dann habe ich ein E-Casting gemacht und wurde nach München eingeladen zum Endcasting und dann habe ich die Rolle bekommen. Genau. Ich meine, hättet ihr gedacht, dass das wirklich so groß wird? Dass das also Leben. Ich meine, die ersten beiden Teile waren die jeweils erfolgreichsten deutschen Filme des Jahres. Mhm. Der erste Film noch im Pandemie-Jahr, also wo weniger Leute ins Kino gegangen sind, 1,7 Millionen Besucher, der zweite noch mehr. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich glaube, das haben wir alle nicht wirklich geglaubt. Gar nicht. Nee. Also ich meine, klar, die Bücher gibt's, sind total toll und kommen gut an und sind ja auch in viele Sprachen übersetzt. Aber ich glaube, es ist auch immer noch für uns, wenn wir so am Set sind, es ist irgendwie wie immer viel, viel mehr Kinder halt da, die irgendwie das Ganze cool finden. Aber so in unserer Beziehung hat sich irgendwie nichts dadurch so verändert. Und deswegen ist es, gerade wenn wir so in unserem geschützten Bereich sind, eigentlich komplett wie immer und man realisiert es auch gar nicht so krass irgendwie, was eigentlich schön ist. Mhm. Jetzt müsst ihr aber mit magischen Tieren spielen. Die magischen Tiere werden ja nachher am Computer dann erst im Nachhinein sozusagen rein generiert. Wie ist das jetzt am Set? Ihr habt ja wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die ihr als Anspielpunkt nehmt, dass ihr irgendwas habt, wo ihr hingucken müsst. Aber wie ist das für euch sozusagen, euch jetzt vorstellen zu müssen? Da ist das Tier und es lebt, aber es ist ja noch nicht fertig. Naja, wir haben ja jetzt schon unsere Tiere schon im Film gesehen. Das heißt, wir wissen, wie die reden, wie die aussehen, wie die sich bewegen und so. Und daran kann man sich immer am besten orientieren. Und dann muss man sich das einfach ganz bildlich vorstellen. Und dann die Stimme, die von irgendeinem Lautsprecher von woanders kommt, einfach so vorstellen, als würde das Tier das sagen. Und vor allem auch so die Energie hochhalten. Also so mit der gleichen Energie irgendwie spielen, auch wenn das jetzt nicht dein bester Freund ist, sondern gerade Luft. Also man muss sich das einfach irgendwie gut so vorstellen, gut so diesen Vibe haben. Aber mittlerweile ist es auch viel routinierter und wir haben auch gar nicht mehr so wirklich so Blickpunkte, sondern eher weiter runter, genau da, merkt ihr mal, da sitzt jetzt irgendwie der Kater. Und es ist dann auch oft, dass zum Beispiel Bernhard jetzt, der Regisseur von Teil 4, dann einfach nur noch ruft Tisch, Lampe, Stuhl und man eben schnell seinen Kopf dreht und da hinschaut. Wie ist es denn überhaupt im realen Leben? Also wenn es magische Tiere geben würde, welches Tier würdet ihr euch aussuchen und warum? Ich glaube, ich würde bei Juri bleiben, meinem Pinguin, weil er einfach obercool ist und mich komplett versteht. Ich glaube, ich würde auch Rabatt nehmen, weil er ist einfach immer da und so eine Konstante und das ist, glaube ich, richtig wichtig. Aber ich mag auch Otter sehr gerne, aber Rabatt hat trotzdem Priorität. Habt ihr denn noch irgendwie jetzt sowas als, keine Ahnung, auch als, ich sag jetzt mal so, Stofftier zu Hause? Es gibt ja wahrscheinlich dann so diese Puppen, die es im Film gibt, die man da vielleicht mitnehmen. Also, konntet ihr da was vom Set mitnehmen, wo es euch sagt, das ist so jetzt eure Erinnerung an den Dreh oder sowas? Nee, leider nicht. Wir haben gerade eben ein kleines Kuscheltier geschenkt bekommen. Wir alle von unserem Tier. Das werde ich auch bestimmt behalten. Aber ansonsten habe ich kein Kuscheltier-Juri zu Hause, nee. Nein, aber was wir behalten durften oder geschenkt bekommen haben, sind teilweise Klamotten, die wir an... Also sehr wenig, weil es ja jetzt noch Nachfolgeteile gibt, aber so im ersten Teil haben wir unsere Schuhe gekriegt und jetzt beim dritten Teil, wo es so mit, seht ihr alles dann im Kino mit Maya Malakara, der Modenschau, hat jeder so eine Schlüsselkarte quasi als Abschluss, zum Abschluss noch so als Erinnerung mitgekriegt und halt so die Klappe. Also man hat schon so ein paar Sachen, an die man sich immer wieder erinnern kann. Also die Karte vom Museum dann? Ja. Die Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Du hast es gab mir, doch mehrere. Spoiler. Du hast mir in Essen erzählt, dass du ursprünglich ja blond bist.
Was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich kenne dich nur rothaarig. Und es sieht wirklich super aus. Steht dir mega. Also ich meine, wäre das jetzt auch was, wo du sagst, irgendwie, das ist auch so, du bleibst vielleicht sogar dabei, eben weil es mittlerweile wirklich vielleicht so in dich übergegangen ist? Oder sagst du, du bist dann froh, wenn du dann irgendwann mal wieder umstylen kannst auf blond? Ja, also ich habe ja seit 2019 nicht mehr wirklich blonde Haare gehabt. Und es ist tatsächlich auch so, dass es gar nicht so richtig rausgeht. Also es ist nur Farbe und es wächst raus. Aber die Haare verändern sich ja auch, wenn man quasi aufwächst. Und es ist so, hat sich so ein bisschen angeglichen. Also ein bisschen rot wurde irgendwie übernommen. Aber doch, ich glaube, ich freue mich schon einfach darauf, einfach was verändern zu können, weil es jetzt ja auch so meine ganze Jugend irgendwie nicht ging und ich nicht Haare schneiden konnte und nicht das irgendwie machen konnte, was ich mochte. Also ich mag es sehr gerne, aber ich glaube, ich werde es auch ein bisschen verändern dann. Wie geht's denn nach Teil 4 weiter? Also es gibt ja, glaube ich, 14 Romane allein von der Hauptserie. Wird noch weiter gefilmt oder sagt man halt eben dann, weil man sich jetzt auch ein bisschen älter geworden seid, dass es dann vielleicht sogar schon das große Finale ist? Ich glaube, also es ist noch nicht 100% sicher, aber ich glaube, das wird das Ende sein, dieses Franchises. Was aber nicht dazu anregt, traurig zu sein, sondern es bleibt eigentlich spannend, weil sich ziemlich viel so im letzten Teil zusammenfügt. Ja. Den wir gerade schon sehen. Den muss man auf jeden Fall noch gucken. Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, wenn ich mich erinnere, ihr habt euch im dritten Teil nicht geküsst. Ihr wolltet immer und dann kam wieder immer jemand dazwischen, der genervt hat, oder? Das heißt, Teil 4 könnte dann sozusagen endlich der Teil sein. Das muss man dann im Kino sehen. Okay. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, die Fans werden jetzt nicht enttäuscht aus dem Kinofilm rausgehen, aus dem vierten, aus dem dritten auch nicht. Ich hoffe, dass sofort das große Feuerwerk ist, nochmal richtig eine oben drauf. Am besten noch mit Aliens, die kommen mit außerirdischen Tieren so oder so. Circa. Was würdet ihr jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen? Es gibt momentan so viele junge Leute, die das eben sehen, die eben sagen, wir würden auch gerne anfangen mit der Schauspielerei. Habt ihr irgendwie so ein paar Tipps, die ihr irgendwie den jungen Leuten mit ans Herz geben könnt? Ja, also ich glaube, jeder fängt irgendwie aus dem Nichts mal an und sich einfach bewerben, da dranbleiben und wenn man das wirklich will, dann auch durchziehen auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch an sich glauben und ja, einfach irgendwie, wenn man da selber dran glaubt und wenn man das selber so manifestiert und unbedingt will und dann werden sich auch irgendwie Türen öffnen, hoffentlich, und dann auch so seine Chancen ergreifen. Sind denn noch witzige Dinge beim Dreh von den letzten drei Teilen passiert? Weil ich könnte mir gut vorstellen, gerade wenn du dir irgendwas vorstellen musst, was nicht da ist, dass dann vielleicht doch dann irgendwie auch irgendwelche lustigen Sachen irgendwie dann so also beim Dreh. Es gab schon viele Situationen, wo wir teilweise mehrere Takes abbrechen mussten, weil wir einfach es nicht hinbekommen haben, nicht zu lachen. Weil wir uns so gut kennen mittlerweile, dass man es dann immer gleich so direkt sieht, wenn jemand kämpft, damit nicht lachen zu müssen. Ja. Aber an sich kriegen wir das meistens hin, neben den Takes so viel Spaß zu haben, dass wir dann in den Takes ernst bleiben können, ja. Und noch eine letzte Frage, also ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel manchmal einen Beitrag vertone, dass es manchmal Wörter oder Sätze gibt, die kannst du einfach nicht aussprechen. Irgendwie geht das nicht. Das ist immer eine geistige Blockade. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt, dass es vielleicht irgendwie so eine Line gab im Drehbuch, die ihr einfach partout nicht aussprechen konntet? Also, das ist fast immer Challenge. Ja, das ist ja von Erwachsenen geschrieben. Und wir kennen ja unsere Rollen am besten. Und deswegen passiert es schon öfter, dass wir die Sätze nochmal für uns anpassen, so wie wir es halt sagen würden. Und es wird eigentlich immer dann auch so im Film genommen. Kannst du den Dino-Satz? Louis hatte, also der Silas hatte so einen ganz crazy Satz, sagt doch nicht mal Dino. Und jetzt können ihn alle, ein Bipeder Kalivore aus der Gruppe der Theropoda, der bis zum Kreidetatz her existierte. Das musste er sagen. Und wir haben uns so darüber lustig gemacht, dass es am Ende irgendwie jetzt auch Emmy und so alle können. Ich könnte es nicht. Es ist so, manchmal wird man so in komische Situationen geworfen, aber man muss dann irgendwie trotzdem das irgendwie managen. Super. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Es war mir ein Fest und eine Freude. Danke. Super. Dankeschön.